Erstmal die Frage, warum zitieren eigentlich alle immer diesen Standish Group Report? Dass das mit dem Projekt nichts ist. Und dann kommt immer die Auflösung, ja, und weil das mit dem Projekt nichts ist, müssen wir ganz fürchterlich viel Projektmanagement machen und das muss alles immer komplizierter werden. Und jeder benutzt die immer so für seine Lieblingsthese. Und meine Lieblingsthese, die ich in die Runde werfen möchte, ist, die meisten dieser Projekte, die da laut Standish Group immer scheitern, sind die Projekte, die nicht hätten starten sollen. Weil, was ich irgendwie für mich als Erfahrung meines Arbeitslebens mitgenommen habe, war, wir können sehr gut Projekte exekutieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir haben einen sehr strengen Delivery-Fokus. Aber was wir ganz wenig können, ist uns Gedanken darüber zu machen, was für Projekte wollen wir denn eigentlich tun. Und aus dieser Neugierde heraus habe ich mich in den letzten 15 Jahren im Wesentlichen mit dem Management, ich habe das früher mal genannt, das Management der frühen Projektphasen. Momentan beschäftige ich mich eigentlich mit meinen Lieblingsstichwörtern. Und meine Lieblingsstichwörter zurzeit sind disruptiv. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich im Wesentlichen für meine Kunden an neuen Geschäftsmodellen arbeite, an neuen Dienstleistungskonzepten arbeite. Und die wollen sie möglichst disruptiv haben, dass sie den Markt erschüttern und alle ein zweites Apple werden. Die zweite Geschichte, mit der ich mich am liebsten beschäftige, nennt sich Time to Market. Wenn wir denn so eine wahnsinnig disruptive Idee haben, dann möchten wir sie auch möglichst schnell in den Markt kriegen, damit wir möglichst schnell und möglichst viel Geld verdienen. Und die dritte, das dritte Thema, was mich beschäftigt, ist, ich nenne es jetzt mal agil, Schrägstrich, damit ich jetzt auch mal ein paar Fremdwörter unterbringen kann, resilient. Das interessiert mich auch, denn das kommt aus dem vierten Punkt. Und das heißt kundenzentriert. Anders als der Stefan, der den Kunden ganz nach unten malt und dann sagt, ich muss mich an einem höheren System ausrichten, was ich immer gerne als Eternal Bliss and Happiness bezeichne. Also dann versuche ich mich auf den Kunden zu fokussieren, den Kunden in die Mitte meines Denkens zu stellen, möglichst disruptiv seine Welt zu seinem Guten zu verbessern, das möglichst schnell in den Markt zu bringen und das in einem System, was, wenn wir Kunden drin haben, da sage ich immer, da fangen ja die Probleme an, ne, möglichst auch in der Lage ist, auf die verschiedenen Strömungsänderungen zu reagieren. So, lange Vorrede, damit Sie wissen, woher ich komme. Was ich eigentlich heute machen will, heißt systematische Kreativität. Warum kommt der jetzt mit sowas daher? Das ist eine Schlucht, tief, meinetwegen auch ein bisschen breit. Und da steht jetzt ein armer Mensch und der möchte darüber. Das ist das, was ich meine, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind irgendwo in diesem Post-Dings da, Post-industriell, Post-Management, sonst irgendwas und wir wollen darüber. Das können Sie aber auch vergleichen mit einem Unternehmen, was mittels eines Projektes zum Beispiel einen neuen Markt erschließen will, neue Produkte lancieren will, was auch immer. Sie wollen darüber. Der erste Instinkt, den wir haben, ist tatsächlich diesen Pfeil. Ich sehe, ich will dahin, denn da gibt es schöne Blumen und da will ich hin. Gut, manche wollen auch Euros. Das heißt, ich möchte da so schnell wie möglich rüber. Ja, verstehen Sie diesen Impuls? Das ist aber der Moment, wo Sie jetzt die Möglichkeit verschenken, tatsächlich innovativ zu werden. Ich glaube, der Markus hat das vorhin gesagt, vielleicht fangen wir zu früh mit Managen an. Denn das ist eigentlich das, was wir da meinen. Wir gucken, dass wir da möglichst schnell rüberkommen. Wenn wir innovativ werden wollen, dann müssen wir etwas auskosten, was nicht so viele Menschen so gerne mögen. Das heißt, das Hängen zwischen diesen Spalten. Und das ist den meisten Menschen unangenehm. Weil wir haben ja gelernt in der Schule und in der Uni, dass derjenige der Schlauste ist, der innerhalb von Sekunden schneller als Erster oder als Erste die Antwort hat. Und da wir als Manager Problemlöser sind, haben wir
nehmen wir an, dass wir natürlich dadurch brillieren, dass wir als Erste die Lösung haben. Da sind wir auch unwahrscheinlich gut drin, da sind die meisten Manager gut. Also innerhalb Sekundenschnelle eine Lösung zu produzieren. So, und was hat das jetzt mit Kreativität zu tun? Eigentlich sagen manche Menschen, das wäre kreativ. Komischerweise habe ich jetzt rausgefunden, gab es neulich eine Studie in Deutschland, die hat gesagt unter Managern, dass die meisten sich fürchterlich kreativ fühlen. Aber nicht an ihrem Arbeitsplatz. Denn Kreativität ist meistens etwas, was andere Leute woanders machen. Oder man selber aber woanders. Und meistens ist es etwas hübsch zu machen. Also dann kommen die Kreativen rein und die machen dann ein schönes Bildchen oder ein paar schöne Bildchen oder sonst irgendwas. Und dann kommen die Strategieberater und machen Seilschaften kaputt, Netzwerke kaputt. Und dann kommt der Projektmanager, der daraus Realität macht. So, falsch. Weil in dem Fall, in dem wir nämlich jedes Mal Probleme definieren oder neudeutsch Herausforderungen identifizieren, und neue Wege finden, diese Herausforderung zu lösen, vulgo innovieren, sind wir kreativ. Das heißt, ich bin zum Beispiel total glücklich über die Kreativität meines Steuerberaters. Derselbe findet sich nicht so richtig, aber ich schon. Warum ist das wichtig? Was wir meistens hervorragend können, ist das hier oben. Wir können hervorragend auf Situationen reagieren. Es passiert etwas. Wir haben eine Lösung, wir setzen die um, und dann klappt sie nicht, probieren eine neue. Ne? Also das können wir sehr gut. Und dann sagen wir immer so, es wäre ja alles ganz gut gegangen, der Plan wäre aufgegangen, wenn nicht. So. Gut, anyway. Dann stellen wir irgendwann fest, ja, okay, wir müssen das in den Griff kriegen, das ist das, wo der Markus gesagt hat, hier wird das Geld verdient. Wir können nicht dauernd Reiz-Reaktionsschema leben, wir müssen das einigermaßen geordnet gestalten. Also Effizienz ist das Thema, kontinuierliche definierte Abläufe, kontinuierliche Optimierung dieser ganzen Geschichten. Das beherrschen mittlerweile die meisten erfolgreichen Unternehmen noch recht gut. Also sie können sich endlos das Gleiche optimieren. Also ich glaube, Apple ist gerade in so einer Phase, wo die das hervorragend machen. Und hier steht der Begriff anpassungsfähig. Ich würde den gerne durch den nächsten Begriff ersetzen, nämlich Gestaltungsfähigkeit. Das heißt, vorausschauend neue Herausforderungen zu identifizieren. Wenn ich das jetzt mal runterbreche, Sachen, die die Welt der Kunden später verbessern, von denen sie aber noch nichts ahnen, dass es tatsächlich möglich wäre. Diese Gestaltungsfähigkeit ist das, was uns heute die Überlebensfähigkeit als Mitarbeiter, als Manager und als Unternehmen und als Gesellschaft als Ganzes sichert. Denn effizient können auch die Chinesen, die Vietnamesen, die Thailänder, wer immer wir da haben, der kann das. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Märkte zu gestalten und die Welt unserer Kunden zu verbessern. Bloß leider machen wir das eigentlich ein bisschen anders. Das meiste, was wir dazu brauchen, verlieren wir irgendwann. Das ist dieser Lebenszyklus der Kreativität. Es ist vielleicht ein bisschen klein, es hat was mit Entchen zu tun und mit Aktenkoffern. So von 0 bis 5 bewegen wir uns sehr stark in so einem Entchenstatus. Das heißt, wir entwickeln Fantasie, wir halten das, was wir denken, auch noch für Realität. Das ist so ähnlich wie später das Glauben an den Businessplan. Irgendwann stellen wir fest, der Stefan sagte, dass wir wollen irgendwie dazugehören und dann fängt es an, sich anzupassen. Dann werden wir, hier steht es Kunst, so im Alter von 10, so zwischen 10 und 15 fängt das an. Da fangen wir an zu kopieren, andere nachzuahmen, Rollenmuster aufzupicken, Ideen zu sammeln, das zu sagen, was der Lehrer meint, was wir sagen müssen, auch wenn wir ganz anderer Meinung sind, weil sonst gibt es halt, naja, Sie kennen das ja. So. Und irgendwann, so um die 20, 25, stellt sich so eine gewisse politische Bewusstseinshaltung ein. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Welt retten wollen, das war schon früher, aber dass wir verstehen, dass wir auch taktieren müssen und nicht nur unsere Meinung rausschreien müssen, um irgendetwas zu erreichen. Und spätestens das ist der Moment, den wir dann als Reife bezeichnen, die wir dann erlangt haben.
Und ab dem Teil tun wir eigentlich nur noch das im überwiegenden Maße, was wir gerne, also was wir mal gelernt haben, was wir wiedercoin, was schon mal gut funktioniert hat. Best Practice, solche Geschichten. Weil wir müssen ja eigentlich sicher und erfolgreich sein. Interessanterweise gibt es eine Studie, die sagt, naja, unkreatives Verhalten ist tatsächlich erlernt. Denn wir stellen fest, so um die 5 Jahre, die haben Kriterien aufgestellt, was ist kreatives, was ist unkreatives Verhalten, haben das ganze Ding gemessen, festgestellt, so mit 5 sind die meisten noch sehr offen, sehr kreativ, gehen unvoreingenommen mit Themen um. Spätestens mit 10, also mit dem Erreichen der sogenannten weiterführenden Schule, hört das auf. Wer vielleicht ein bisschen sensibel drauf ist, merkt das bei seinen Kindern, bei manchen noch früher. Und dann so mit 15 bis größer 20 hört das dann auf und endet dann bei 2%. Also wir haben alle unwahrscheinlich kreativ gestartet und enden total langweilig. Das heißt, die Schwierigkeit besteht nicht darin, kreativ zu sein, sondern die Schwierigkeit besteht darin, sich das zu bewahren. Jetzt die gute Nachricht. Ich habe jetzt hier geschrieben, ich ärgere mich und haue mich da schon selber, aber ich habe es kopiert von Dr. Min Basadur. Der beschäftigt sich seit den 70er Jahren mit dem Thema, wie kann ich tatsächlich systematisch kreativ sein. Und er sagt, Kreativität ist keine Eigenschaft. Gleich mein Bild, was ich vorhin gesagt habe, das nehmen wir mit, das haben wir mitbekommen aus der Wiege in unserem genetischen Potenzial. Wir haben das verlernt und genauso wie wir es verlernt haben, können wir es auch wieder lernen. Min Basadur sagt, es ist ein Prozess. Ich kriege immer mehr Sorgen über den Begriff Prozess, aber das können wir später für die Diskussion aufheben, warum ich diesen Begriff nicht so gerne mag. Wichtig ist, es lässt sich systematisieren und, wie hieß das andere Stichwort, abrufen. Jederzeit abrufen. Auch schön. Das ist dieses Simplex-System nach Dr. Min Basadur. Der sagt, Kreativität besteht im Wesentlichen aus Kompetenzen. Kompetenzen bedeutet zum einen Wissen, ne, unser fachliches Wissen, unseren Background, den wir mitbringen. Um was Substanzielles zu schaffen, müssen wir wahrscheinlich ein paar Grundlagen beherrschen. Also der reine Geist des naiven 2-jährigen Kindes bringt uns, glaube ich, in den meisten Themen wie Energiekrise nicht wahnsinnig weiter. Und es gehören aber auch Fähigkeiten dazu, Probleme anzupacken und zu lösen. Dazu gehört ein klarer und einprägsamer Prozess und die Profile. Was das heißt, erzähle ich Ihnen nachher. Fangen wir erstmal mit dem Prozess an, weil das verstehen wir als Projektmanager als Erste. Die erste Frage ist, wenn wir tatsächlich Probleme lösen wollen, dann müssen wir sie erstmal finden. Die meisten Menschen, die meisten Organisationen sind ganz gut darin, ein definiertes Problem zu lösen. Auch alle unsere Projektmanagement-Methoden, wage ich zu behaupten, sind hervorragend geeignet, Probleme, die wohl definiert sind, zu lösen. Aber unsere Projekte scheitern immer daran, weil diese Probleme selten so wohl definiert sind. Und wir sind auch ganz fürchterlich schlecht im Finden von Problemen. Und wir sind sogar ehrlich gesagt etwas demotiviert, Probleme zu finden, denn dann wird man ganz schnell als dieser Troublemaker da in der Ecke, der immer überall Probleme sieht. Und was wir wollen, sind Manager, sind Löser. Ne? Aber nichtsdestotrotz, damit ich substanziell etwas verändern möchte, muss ich Probleme erstmal finden und als solche dann erst in der Lage sein, Ideen zu entwickeln. Und erst wenn ich dann diese Ideen habe, dann muss ich daraus eine Lösung entwickeln. Lösung bedeutet dann tatsächlich etwas Machbares, Durchsetzbares, Optimiertes, Rolloutfähiges. Ich meine, im Kontext kann eine ganze Menge verschiedener Ideen greifen. Ich kürze es mal ab, Skalierbares zu finden und zu entwickeln, um dann diesen schönen Plan in Aktion zu bewegen. Erst wenn ich diese 3 Schritte tatsächlich durchlaufen habe, dann habe ich tatsächlich ein Problem gelöst. Wir verbinden mit Kreativität meistens das Finden von Ideen und das Finden von Lösungen. Vernachlässigen meistens aber A, festzustellen, ob wir denn überhaupt ein spannendes Problem haben. Vernachlässigen festzustellen, ob sich das wirklich lohnt zu lösen.
und dann erst unsere gesamte Lösungskompetenz dann, mit Macht darauf zu werfen. Und dann, das können wir gut, Lösungen implementieren können die meisten Organisationen gut, aber nicht alle Menschen. Das ist die interessante Frage. Wenn wir darüber reden, wie wir diese Kreativität angehen, dann heißt die Antwort meistens im Team. Das ist sehr schön. Und dann gibt es sehr schön, das ist so ein bisschen verzerrt, sieht auch tierisch motiviert aus. Heißt auch meistens toll, ein anderer macht's. Ich glaube, seit den 70er Jahren sind wir mit dem Thema Brainstorming irgendwie durch, weil, ja, wir sind jetzt mal offen und wahnsinnig kreativ. Aber meistens hat das aber damit was zu tun, da wir gar nicht wissen, wie wir zusammen eigentlich überhaupt kreativ sein sollen. Deswegen ist die Frage, wie schafft man es, zusammen im Team Probleme zu identifizieren und anzupacken. Jetzt kommt nochmal der Min Basadur. So, der sagt, Kreativität ist die Kombination aus Wissen, klar, haben wir gesprochen, Vorstellungskraft, definieren, was könnte sein, das Potenzial zu definieren und Urteilsvermögen zu entscheiden, was wir denn tatsächlich tun wollen. Und wenn wir diese drei Sachen durcheinander bringen, dann ist der kreative Prozess oder das Arbeiten im Team nicht wirksam. So, erste Phase, wenn ich diesen dreistufigen Prozess auflöse, habe ich erstmal das Generieren, das Finden von Finden und Identifizieren von spannenden Herausforderungen und Problemen. Dann ein C muss man schreiben können. Das Conceptualizen, das heißt, aus einem Wust von verschiedenen Ideen tatsächlich einen strukturierten Lösungsansatz, Problembeschreibung und Lösungsansatz zu generieren, diesen dann zu optimieren, um ihn dann später zu implementieren. Und oh Wunder, das Ding hat zwei Achsen und die sehen wir hier. Das ist nämlich, wenn wir das Ganze strukturell auflösen, unseren kreativen Prozess, dann stellen wir fest, es gibt verschiedene Möglichkeiten, kreativ tätig zu werden. Denn die eine ist zu sagen, wie bekommen wir unser Wissen, wie eignen wir uns dieses Wissen an? Entweder durch konkretes Erleben, ausprobieren, testen, rumspielen, ne, anfassbaren Kram oder theoretisch durchdenken. Stefan durchdenkt sehr gerne, Markus glaube ich auch, haben wir gemerkt. Und die zweite Achse, die zweite Dimension ist die Frage, was machen wir denn mit unserem Wissen? Die eine Möglichkeit ist tatsächlich, Ideen zu entwickeln und die andere ist, sie zu bewerten bzw. umzusetzen. Und nach diesen zwei Dimensionen kann man tatsächlich Präferenzen bei unterschiedlichen Menschen feststellen. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Das heißt also, wenn ich unseren kreativen Prozess nehme, bestimmte Menschen, Sie auch, ganz persönlich, fühlen sich mehr oder weniger zu einer dieser vier Phasen hingezogen. Das ist sozusagen Ihre kreative Komfortzone. Also, ich hoffe, ich beleidige Sie jetzt nicht, meine Steuerberaterin, wenn sie zuguckt. Ich hoffe für Sie, sie ist sehr stark in diesen beiden Bereichen. Das heißt einmal, sie optimiert meine Steuerlast und sie sorgt dafür, dass meine Buchhaltung funktioniert. Bei anderen Menschen würde ich gerne hier entsprechende Bevorzugungen in diesen Präferenzen haben. So, man kann das auch verbalisieren. Man kann auch sagen, tatsächlich, der Generator als Profil ist jemand, der bevorzugt gerne immer wieder neue Ideen hat, immer wieder neue Sachen angehen möchte. Die kennen Sie vielleicht auch. Das sind die, ne? Die kommen nie zu einem Ende, weil sie haben immer wieder eine neue Idee oder ein neues Problem, was gelöst werden muss. Der Conceptualizer, der taucht oder die taucht total gerne in theoretische Gebilde ab und versucht, also der wird auch nie fertig, weil da ist noch der Aspekt, der muss noch beleuchtet und betrachtet werden. Der geht aber mehr in die Tiefe. Wenn der Generator mehr in die Breite geht, geht Conceptualizer in die Tiefe. Der Optimizer bleibt gerne in der Tiefe und poliert und poliert und poliert gerne rum, so wie so ein Stück Speckstein. Erinnern Sie vielleicht an Handarbeiten in der Schule? Oder was? Werken. So. Und dann der Implementierer sagt, ist mir doch vollkommen egal, sag mir, was ich tun soll, ich mache das. Das sind die, die fürchterlich beliebt sind, weil die kriegen tatsächlich ganz viele Sachen geregelt.
Deswegen sind sie auch in manchen oder in den meisten größeren Organisationen fürchterlich vertreten. Wir haben zum Beispiel neulich so ein Profiling beim Kunden gemacht, die so ein leichtes Problem hatten mit ihrer Change-Fähigkeit. Und wir haben 140 Führungskräfte inklusive des Vorstandes geprofilt, sagt man das so. Rausgekommen ist, von diesen 140 waren 135 Implementierer. Und sowas bildet sich dann auch gerne, wenn man so ein Profil macht, in diesen, sieht man nicht besonders gut, Scatter-Diagramms ab. Also ich kann es kurz sagen, weil die Punkte so ganz schrecklich hässlich sind. Die Verteilung ist mehr hier oben auf der Implementerschiene. Aber Sie müssen sich vorstellen, wie sich ein solches Team mit einer derartigen Präferenz aufs Implementieren in einer Veränderungssituation aufhält. Das Gleiche haben wir hier. Sehen Sie auch nicht. Aber Sie können es an der Größe des Quadranten sehen. So. Hier bewegen sich die meisten Mitarbeiter in dem Team im Conceptualizing-Bereich. Das heißt also, derartige Schieflagen machen oft Teams zwar total glücklich, da komme ich nachher noch drauf, aber das Ergebnis eher unterdurchschnittlich. Denn wenn wir zum Beispiel so eine falsche Profillage haben, dann haben wir zum Beispiel bei starkem Optimierer- und Implementiereranteil haben wir sehr starken Fokus auf das Löschen von Bränden, das kontinuierliche Umarbeiten gescheiterter Lösungen, das kennen wir, ne? Das Pferd so lange reiten, bis es denn tatsächlich auch nicht mehr sich bewegt. Wir sehen gar nicht den Wandel, machen weiter wie bisher und haben aber trotzdem einen sehr schnellen Fokus auf sehr schnelle Ergebnisse. Also wir performen irre. Beim Schwerpunkt Generieren und Konzeptionalisieren ist das Problem eigentlich eher gute Ideen, aber keine Umsetzung. Geringe Geschwindigkeit in der Umsetzung. Wir sind alle ganz glücklich, auch wenn nicht viel passiert, weil wir haben es ja alle verstanden. Und wir fokussieren uns auf langfristige Ergebnisse. Naja, also sofort sichtbar wird hier nichts, aber so. Und bei Teams können wir das auch runterbrechen. Bedeutet das, homogene Teams, wie wir sie vorhin gesehen haben, sind in der Regel harmonischer. Wir verstehen uns alle, ne? Same-minded people. Wir verstehen, hat neulich einer gesagt, wir Teamarbeit, sein Team funktioniert super gut, weil wir verstehen uns ohne Worte. Das heißt, sie denken alle das Gleiche. Da ist aber auch niemand mehr herausgefordert. Also es sei denn, das ist diese Gefahr bei Netzwerken aus meiner Sicht, weil die sich auch gerne like-minded ausbilden, dass sie zu viel von der gleichen Denkart haben. Und dabei vernachlässigen sie zum Beispiel Sachen, die sie nicht tun sollen. Also eine Haufen prototypischer Kreativer, ne? Die gerne neue Ideen haben. Die haben lauter neue Ideen und am laufenden Band. Und die finden es auch ganz toll. Aber es passiert halt nichts. Das Gleiche haben sie mit Implementierern. Die würden ja alles implementieren. Tun sie auch. Egal, welche Idee kommt, Best Practice wird gemacht. Zack, bumm, Total Quality Management machen wir. Zack, Risikomanagement tun wir auch. Das machen die gnadenlos. Wird alles umgesetzt, bringt aber auch nichts. Also, diese heterogenen Teams sind meiner Überzeugung nach langfristig besser, aber setzen mehr Fähigkeiten im sozialen Bereich, in der Zusammenarbeit voraus. Denn jedes der Mitglieder kämpft um die Aufmerksamkeit seiner präferierten Phase. So wie wir das, ich habe neulich einen Kundenworkshop gehabt, die waren sehr schön durchmischt, das war sehr lustig, weil der eine, von mir ein bekannter Optimierer, die ganze Zeit immer schon nöte, das dauert mir hier alles zu lange, das dauert mir hier alles zu lange, ich muss doch jetzt auf den Punkt kommen. Er kam dann auch auf den Punkt, weil wir den Prozess einmal rumgearbeitet haben. Er war aber der einzige Optimierer unter dem Haufen von Generatoren. Also wenn wir jetzt den Prozess nicht stur abgearbeitet hätten, dann wären wir immer in der Ideenfindungsphase geblieben und wären nie auf den Punkt gekommen. Das heißt also, wenn ich diese drei Punkte zusammenfassen soll. So. Um die Sachen zusammenzubringen, wie Steve Jobs sagt, sage ich, Kreativität kann im Team gelöst werden. Jeder ist kreativ. Das ist lernbar. Und wichtig ist, dass wir lernen zu verstehen, wie dieser Prozess funktioniert, dass wir die notwendigen Tools akquirieren, das heißt jetzt nicht eine Software kaufen, sondern tatsächlich Denkwerkzeuge
uns aneignen und dann möglichst viel für uns selber daraus Konkretes schaffen. Ich habe jetzt hier geschrieben, benutzen Sie Ihre Hände. Beide. Das sind ja Hände, ne? Zwei, oder? So, das bedeutet also, dass wir im Team sinnvoll zusammenarbeiten können unter Verwendung eines festen Prozesses. So, danke.